Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Almasiva hat drei neue Sorten rausgebracht. Ich habe auch direkt alle drei für euch da, alle drei schon gebaut und wir gucken uns sie nach dem Intro an. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück bei der Shisha WG. Wie gesagt, Almasiva hat drei neue Sorten auf den Markt gebracht. Ich habe direkt alle drei für euch da, alle drei gebaut. Wir gehen jetzt alle drei nacheinander durch. Anfangen werden wir mit dem handgemacht und illegal ein Kiwi-Ananas-Tabak. Danach kommen wir zum Blaulicht. Das ist ein Blaubeere-Tabak, der aber auch noch einen Bärenmix mit dabei hat. Und danach kommen wir zur Ghetto-Cola. Wahrscheinlich der Flavor, auf den ich mich am meisten freue. Eine Cola mit Birne. Sehr verrückte Kombi. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Ich würde sagen, wir hauen direkt mal eine Smokebox und Kohle aufs erste Köpfchen und gucken uns mal an, wie der so ist. So Leute, damit das Anrauchen nicht so lange dauert, 2,5 Kohlen oben auf die Smokebox. Ja, es wird immer ein paar Minütchen dauern, bis das Ganze warm ist. Aber in der Zwischenzeit können wir noch über andere Sachen reden. Zum Beispiel über Schnitt und Feuchtigkeit. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Alles on point ist für mich der optimale Schnitt, die optimale Feuchtigkeit. Ihr habt wenig Ästchen, also Tabakqualität ist auf jeden Fall absolut on point. Kosten tut das Ganze 17,90 € für 200 Gramm. Es sind jetzt auch alle Sorten TPD2 konform und von Almasiva gibt es jetzt auch noch die Drops, die man in die Bowl packen kann. Vielleicht sollte ich mir die auch noch holen, vielleicht können wir die dann auch noch mal testen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Drops, weil normal, es gibt ja viele Systeme, wo man dann irgendwie Drops oder irgendein Liquid mit an den Kopf macht. Bei Almasiva macht man das Ganze in die Bowl. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie gut das Ganze dann funktioniert, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es müsste schon ein sehr, sehr intensiver Geschmack in der Bowl sein, damit man beim Rauchen noch was davon mitbekommt. Aber vielleicht haben die das ja hinbekommen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal den ersten Zug hier vom Handgemacht und Illegal. Übrigens gibt es dafür sehr, sehr geile Clips, Leute. Und ich würde sagen, bevor ich den ersten Zug nehme, hier nochmal der Clip zum Handgemacht und Illegal. What? Handgemacht und Illegal. Ja, sehr, sehr geil übrigens, dass Almasiva da so coole Videos zu raushaut. Ich feiere es auf jeden Fall. Ich finde, klar, es ist kein Hollywood-Niveau, aber es ist schon ein verdammt gutes Niveau. Und für so einen kleinen Werbefilm, Werbegag bei einer Tabakmarke finde ich es auf jeden Fall ziemlich nice. Leute, wir nehmen mal den ersten Zug, mal gucken, ob der Kopf schon da ist. Ich glaube, der braucht noch eine Sekunde. Ich habe übrigens heute schon einmal jede Sorte in Ruhe geraucht und ausführlich geraucht, also auch einen kompletten Kopf davon geraucht, damit ich euch was darüber erzählen kann. Ja, es ist jetzt nicht der allererste Kopf, den ich davon rauche. Es ist der zweite, beziehungsweise beim Kiwi sogar schon der dritte. Ob das was zu bedeuten hat und was das zu bedeuten hat, finden wir vielleicht noch raus. Das Ding, wie gewohnt, ne, bei Smokebox muss das Ganze erstmal warm werden. Ja, Schnitt, Feuchtigkeit und Preis haben wir schon gesagt. Alles sehr, sehr nice. Die Kombination an Flavern finde ich sehr, sehr interessant. Also Kiwi mit einer Ananas im Hintergrund klingt sehr, sehr nice. Blaubeere mit einem Bärenmix noch dabei klingt auch sehr, sehr geil. Also vielleicht ist ja auch Blaubeere oft in Bärenmix-Tabaksorten mit dabei, aber da dann eben nochmal so ein Hauptaugenmerk auf die Blaubeere. Und Cola und Birne stelle ich mir auch sehr, sehr nice vor. Also, ne, ich habe ihn ja schon geraucht, kommen wir dann noch dazu. Auf jeden Fall zum Rauchverhalten noch ein paar Worte, Leute. Auch beim Anrauchen jetzt absolut nicht zickig, absolut kein Kratzen, kein Drücken, nichts. Läuft sehr, sehr angenehm. Leute, zwischendrin auf jeden Fall nochmal der Shoutout. Nur ungefähr ein Drittel der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir einen riesen Gefallen tun wollt und mir helfen wollt, zu dem silbernen Playbutton, zu dem 100.000 Abo Creator Award, würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr noch ein Abo unter dem Video da lasst. Aber auf jeden Fall sehr, sehr entspannt zu rauchen, das Ganze.
Wie gut gefällt mir der Kiwi? Normal muss ich sagen, ich bin nicht der größte Freund von Kiwi-Tabak. Viele von euch wissen das. Kiwi oftmals einfach nicht so meins. Ja, es gab damals mal von Alfacher den Kiwi-Garden. Den habe ich absolut weggesuchtet. Und danach war schlagartig vorbei bei mir mit Kiwi. Genauso dasselbe Syndrom hatte ich auch bei Wassermelonen. Aber den haben wir jetzt zum Glück hier nicht dabei. Und irgendwann war es dann einfach vorbei mit Kiwi. Ich konnte einfach kein Kiwi mehr rauchen. Ich hatte dann immer so... Er hatte eine krasse Abneigung gegen den Flavor. Ja. Der hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich gerne wieder diesen Kiwi-Flavor rauche. Das ging schon bei dem Holster, da konnte ich es schon. Der Hukain war auch okay. Ja, da hatte ich nicht diese krasse Abneigung gegen Kiwi. Aber der Almasiva, muss ich sagen, ist einfach ein unglaublich guter Kiwi-Flavor. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daher kommt, dass noch Ananas mit dabei ist und irgendwie, ne, für meinen Kopf dann irgendwie angenehmer ist, wenn es Kiwi mit ein bisschen Ananas ist. Aber der Kiwi bzw. der handgemacht und illegal auf jeden Fall schon mal ein heftiger Flavor. Welcher mein Favorit von den drei Sorten ist, das am Ende. Rauchentwicklung, muss ich glaube auch nichts mehr zu sagen, oder? Ja, also falls ihr noch was seht, ich würde sagen, wir machen jetzt das nächste Köpfchen drauf und kommen zum Blaulicht. So, und dann packen wir mal als nächstes den Blaulicht oben drauf, würde ich sagen. Smokebox drauf. Wieder drei Kohlen rein und let's go das Häschen. Und auch bei dem Blaulicht gibt es natürlich wieder einen sehr, sehr geilen Clip im Stil von dem ersten natürlich. Das ist alles ein Video, ich kann euch das auch gerne mal unten verlinken, könnt ihr euch mal angucken. Die ganze Reihe von diesen Videos ist sehr, sehr nice gemacht. Also wenn ihr 6-7 Minuten übrig habt, schaut euch die auf jeden Fall mal noch nach dem Video an. Aber jetzt als nächstes eben den Blaulicht, ein Blaubeere und Bärenmix Flavor. Blaulicht. Beim Blaulicht vielleicht noch erwähnenswert, für mich gab es lange keinen Flavor mehr, der in die Blaubeerrichtung ging, der mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Der einzige, der mir da noch irgendwie in den Gedanken geblieben ist, ist tatsächlich der ganz klassische Blaubeere von Alfacher. Ja, also wirklich diese ganz klassische Shisha-Blaubeere, die so mit in den ersten 10 Flavoren war, die überhaupt so nach Deutschland gekommen sind. Also Blaubeere gibt es ja wirklich schon ewig. Jetzt eben noch mit Bärenmix versehen. Bärenmix-Tabak gibt es viele gute. Ich bin sehr gespannt, ob diese Kombi aus, ne, bisschen Fokus auf die Blaubeere, aber noch ein Bärenmix mit dabei, nice wird. So, dem Ganzen nochmal ein Minütchen gegeben. Jetzt sollte der bestimmt laufen. Wir nehmen mal den nächsten Zug. Könnte man behaupten, der sei an. Wie schmeckt jetzt das Ganze? Blaulicht, also Blaubeere mit Bärenmix-Tabak, noch ein Zug und dann, also eine Tabakqualität ist natürlich bei allen drei Sorten gleich geil, ne? Versteht sich von selbst. Selbe Grundtabak, selbe Verarbeitung, nur andere Aromen, die dann im Endeffekt drankommen. Deswegen Tabakqualität, Schnitt, Feuchtigkeit, Preis-Leistung ist natürlich gleich. Also der Blaulicht ist auf jeden Fall eine sehr herbe Blaubeernote, die irgendwie noch eine süße Note im Hintergrund hat, aber überwiegend erstmal so eine herbe Blaubeere, was mir sehr gut gefällt. Den Bärenmix, man schmeckt irgendwie noch so, ich würde fast sagen rote Beeren im Hintergrund, also gar nicht mal nur blaue Beeren, sondern auch irgendwie rote. Man kriegt irgendwie so das Gefühl, als wäre es eine herbe Blaubeere im Vordergrund mit einem süßen Bärenmix im Hintergrund, was eigentlich eine ganz geile Kombi ist, weil man denkt erst so, okay, relativ herb und dann kommt aber trotzdem so eine süße Note mit, was irgendwie ganz nice ist. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, schon mal vom Ranking her, würde ich auf jeden Fall sagen, der Kiwi ist geiler. Bei dem Blaubeere, irgendwas fehlt mir noch. Also ist schon sehr, sehr nice, aber es würde noch so eine Note hätte noch gefehlt und dann wäre der wirklich absolut nice. Aber trotzdem, wer auf Blaubeere und Bärenmix steht, wird mit dem auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Ja, deswegen, also ist schon sehr, sehr nice. Für Leute, die Blaubeere mögen, auf jeden Fall ein Versuch wert. Sehr, sehr nices Ding.
Und natürlich auch bei dem, ne, Rauchentwicklung. Absolut brutal. Kein Grund zur Beschwerde. Ne, selber Tabak raucht natürlich auch gleich. Ich würde sagen, wir switchen nochmal und wir kommen zum letzten Flavor. Der Ghetto-Cola, ein Cola- und Birne-Tabak. Aber erstmal wieder Film ab für den Clip von Almasiva. Das ist Ghetto-Cola. Ja, also finde ich wirklich sehr, sehr nice, dass sie das mit den Clips so geil machen. Ich würde sagen, Köpfchen, erstmal Kohle runter, dann Köpfchen runter. Dann heißt es wieder 2-3 Minütchen warten und dann kommen wir zum letzten Flavor von den drei neuen Almasiva-Sorten. So Leute, 2 Minuten sind rum, wir nehmen mal den ersten Zug von der guten Ghetto-Cola. Und der ist an, würde ich sagen. Erstmal bei der Ghetto-Cola muss ich dazu sagen, die anderen riechen auch ziemlich genau nach dem, wonach sie schmecken. Bei der Ghetto-Cola ist das für mich ein bisschen schwieriger. Die Ghetto-Cola riecht massiv, und ja, ich habe den Witz gebracht, massiv nach Cola und fast keine Birne. Aber vom Geschmack her ist es tatsächlich sehr, sehr schön ausgeglichen. Ihr habt eine sehr gute Cola-Note am Start. Eine der besten Cola-Noten, die ich bis jetzt in Tabak probiert habe. Es ist nicht wie Cola das Getränk, sondern wie Cola-Kracher, ne? Die Mau am Dinger, die man so zerkauen kann. Genauso ist diese Cola-Note. Aber ihr habt noch so eine sehr, sehr reife und krass süße Birne mit am Start. Ich würde sagen, Cola überwiegt immer noch ein bisschen, aber die Birne ist auf jeden Fall auch richtig gut am Start. Hätte ich nicht gedacht, ja, als ich das gehört habe, okay, Cola und Birne war erstmal so, klingt erstmal ein bisschen weird. Wer mich denn Cola mit Birne? Aber Leute, vom Geschmack her auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend. Es ist wirklich, als ob ihr so einen Mau am Kracher auf der Zunge hättet, gefolgt von so einer Birnennote. Also total verrückt, wie gut hier diese Mau am Cola nachempfunden wurde. Ich finde es wirklich sehr, sehr nice. Abschließend, Leute, ne? Also wie gesagt, Tabakqualität, Rauchentwicklung, Rauchverhalten trifft auf alle drei zu, ist alles hervorragend. Ja, kennen wir ja schon von den anderen Almasiva-Sorten, die es bis jetzt gab. Die 6 Originalen, jetzt eben die 3 neuen, genauso nice, keine Frage. Wenn ich jetzt eine Reihenfolge bzw. ein Ranking von den neuen Sorten erstellen müsste, und das überrascht mich jetzt selbst, würde ich tatsächlich auf Platz 1 den illegal und handgemacht, also den Kiwi und Ananas setzen. Und das, obwohl ich normal kein Kiwi-Fan bin, was mich auf jeden Fall schockiert. So, ne? Normal denke ich mir mal, ja okay, ist ein Blaubeere, ein Cola-Birne und ein Kiwi-Tabak, Kiwi wird safe der Letzte. Nein, ist einfach der geilste meiner Meinung nach. Also so eine krass vollmundige Kiwi-Note, die mir dann auch noch taugt, ist auf jeden Fall mega krass. Auf Platz 2 ist für mich die Ghetto-Cola. Sehr, sehr nice. Verrückte Kombination, aber unglaublich lecker, wenn man es dann raucht. Der Blaulicht ist auch sehr gut, aber holt mich am wenigsten ab, muss ich sagen. Ja, ist trotzdem ein nicer Flavor und Leute, die auf Bärenmix stehen und Leute, die auf Blaubeere stehen, werden sich dann mit Sicherheit direkt daheim fühlen und werden ihn auch mit Sicherheit mögen. Er ist aber von den drei Sorten die schlechteste. Aber das ist wiederum nur mein Geschmack. Leute, die Blaubeere feiern und die anderen Sachen vielleicht nicht, werden sagen, Digga, der Blaulicht ist auf jeden Fall meine absolute Nummer 1. Ich finde auf jeden Fall, man kann sich alle drei mal gönnen, sind alles drei sehr, sehr nice Flavor geworden. Aber mein Ranking ist auf jeden Fall der handgemacht und illegal, dann die Ghetto-Cola und dann der Blaulicht. Leute, ich hoffe, meine kleine Zusammenfassung von den drei neuen Almasiva-Sorten hat euch gefallen. Wenn das so sein sollte, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Ansonsten, wenn ihr was von den drei Sorten schon probiert habt, gerne noch einen Kommentar unten da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.